und am 19. zum Stadionvlog gegen Hertha BSC. Und dieser Stadionvlog ist ganz fernab vom Spielverlauf, der natürlich einen Einfluss darauf haben wird, aber rein vom Ding her schon mal zu genießen. Ganz simpel deshalb, es ist das letzte Heimspiel dieses Jahr und WM kommt ja, ob wir wollen oder nicht. Am 21. Januar geht es erst weiter. Das ist das nächste Heimspiel gegen Mainz 05 dann. Deswegen von dem Grundsatz her schon mal zu genießen. Hoffentlich wird da auch vom Spielen alles, von der Atmosphäre und allem, hoffentlich zu genießen. 42.000 Zuschauer sind da. Das wird schon passen. Es wird für Dienstagabend schon eine bessere Atmosphäre sein, als die Spielansetzung es eigentlich hergibt. Vom Spiel her hoffe ich auch da, dass es besser wird als eben Dienstagabend 20:30 klingt. Ne? Dienstagabend 20:30 klingt nach, ja, weiß ich nicht, muss nicht sein, unangenehm, irgendwie scheiß Anschlusszeit unter der Woche, muss das. Und so könnte das Spiel auch werden. Unangenehm, ja, ziemlich schwerfällig zum Angucken. Egal wie, wir müssen das Spiel gewinnen, das ist auch 100% klar. Hier muss ein Heimsieg her, weil in Leverkusen rechne ich uns nicht viel zu. Wir gewinnen außer sowieso gar nichts mehr seit Jahrhunderten, seit einem Jahr jetzt eigentlich dann fast. Deswegen muss so der Heimsieg her. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ein bisschen Furcht, dass es eben einfach wirklich ein räudiges Spiel wird, man nicht über den Unentschieden hinauskommt, irgendwie ein 1:1 oder sowas. Hoffe aber, darauf ist die Hoffnung vor allem, dass sich eben diese, ich sag mal, Wimmer-Serie ein bisschen fortführt, weil das hat er geschafft bisher, muss mir auch anrechnen. Die richtig wichtigen Knackpunktspiele wurden gewonnen. Zu Hause Bochum und zu Hause Augsburg hat man gewuppt bekommen, hoffentlich auch die Hertha heute. So ein bisschen nebenher muss man auch auf den anderen gucken. Klar, morgens noch ein Spiel, aber heute Abend ist auch schon eins parallel. Bochum und Schalke, beides Heimspiele, beides mit Gegnern, ich glaube Gladbach und Mainz ist es, die nicht unschlagbar sind, gerade auch zu Hause nicht. Deswegen kann es auch sein, dass die unter uns eben auch mal ein bisschen punkten tatsächlich. Hertha ja sowieso direkter Konkurrent, brauchen wir nicht drüber reden. Und eben auch, was heute auch sein könnte, worauf ich bei beiden nicht hoffe, bei beiden aber nicht ganz unrealistisch, Sosa und Mislintat. Könnte gut sein, dass es von beiden das letzte Heimspiel ist. Mislintat hat ja erst noch die Gespräche dann natürlich im November während der WM, ob er eben verlängert oder nicht. Und eben, wenn er nicht verlängert, weiß ich nicht, warum er dann noch wirklich noch bis Sommer da sein sollte. Glaube ich nicht dran. Müssen wir gucken. Ich bin immer noch, ja, zuversichtlich. Hoffe immer noch drauf. Glaube ich, ein Hoffen ist es eher noch als zuversichtlich sein, dass er verlängert. Und bei Sosa gibt es auch die Gerüchte, dass wir ihn im Winter verkaufen müssen. Da gehe ich nicht ganz mit. Wir haben so viel Transferüberschuss eingenommen, ständig. Da müssen wir finanziell wirklich komplett am Arsch sein. Ich kenne die Zahlen natürlich logischerweise nicht vom Verein. Aber ihn verkaufen zu müssen, würde ich vom Wortlaut vielleicht falsch sehen, was ich mir vorstellen kann, dass er eben einfach zu gut ist für uns und dass er eben vielleicht auch nach einer guten WM mit Kroatien gut sein kann, dass er im Winter schon weg ist, dann wäre es auch für ihn das letzte Heimspiel. Hoffentlich für beide ein gutes letztes Erlebnis, wenn es denn soweit kommen sollte. Heimsieg ist heute Pflicht, Heimsieg muss heute kommen. Wir gehen los. Jungs aus Darmstadt! Hey! Jungs aus Darmstadt!
gibt's ja wohl nicht. So fünf gelbwürdige Fouls. Auf geht's, Stuttgart. Oh mein Gott, was passiert da? Das gibt es nicht. Auf, auf, auf! Komm jetzt! Liegt mir!
Erlösung! Das ist die Message, Alter! Jawohl, die Mannschaft lebt, Alter! Ja, ich glaube, der Versuch oder mein Versuch immer, diese Faziten vor und nach dem Spiel einen Ticken kürzer zu halten, außer ihr sagt natürlich, ey, mach so lange, wie du willst, find mal cool die Parts, auch gerne mal Feedback da drin lassen, weil ich finde immer, nimmt ein bisschen im Stadionvlog ein bisschen viel weg, wenn ich vor und nach dem Spiel so ewig viel laber. Aber heilige Scheiße. Also, ich habe vor dem Spiel gesagt, genießen und schade, dass es bis Januar kein Heimspiel mehr gibt. Natürlich schade, aber andererseits auch gut, weil das im Zwei-Wochen-Rhythmus kann kein Körper mitmachen. Das kann kein Fan mitmachen. Last-Minute-Sieg, Mavropanos, 98. Ein Sieg auch für Endo. Wegen dem gab es auch die lange Nachspielzeit, wegen dem Zusammenprall am Kopf. Leider Verdacht auf schwere Gehirnerschütterung. Sie hoffen, dass nichts gebrochen ist. Deswegen da natürlich gute Besserung an den Capitano. Und auch für ihn hat man diesen Sieg geholt. Da war komplette Ekstase. Der gesamte Verein war auf dem Platz nach diesem 2:1. Da sieht man, da lebt was, die Mannschaft lebt. Was man ihnen nicht absprechen kann, ist, dass sie wollten. Sie wollten, sie konnten nur nicht. Es war nach vorne, ähnlich wie gegen Gladbach, nicht wirklich Durchschlagskraft da, nicht viel Kreativität. Und hinten halt, aber generell über das ganze Spiel, war immer eher das Ding zu gucken und die Angst nach dem 1:1 zu gucken, welche Abwehr macht den nächsten dummen Fehler, damit das Tor fällt. Es waren nicht beide Offensivreihen so gut, sondern eher die Abwehr so komisch. Wir haben auch Hertha einiges angeboten. Einige Fehlpässe, Abstimmungsprobleme, teilweise gebettelt da hinten. Deswegen, es war auf jeden Fall ein glücklicher Sieg. Ein glücklicherer Sieg auch auf jeden Fall als gegen Augsburg damals, wenn wir die Last-Minute-Siege vergleichen. Da war ja Vollgas-Fußball und hochverdient. Hertha, muss man auch sagen, guten Supporter mitgebracht. Ich glaube, 1200 waren es. Egal wie viele es waren, jeder, der mitreist am Dienstagabend, das sind ja wahrscheinlich 2 Tage Urlaub freinehmen. Wahnsinn. Schöne Aktion auch, bin ich auch voll dabei mit dieser Samstag 15:30 Aktion. Schönen Support gemacht, gefällt mir. Natürlich für die ist sehr unglücklich heute Abend gelaufen. Haben sie ja auch schon gesagt, ne? Bochum kann gewinnen oder kann punkten. Schalke kann gewinnen, kann punkten. Bochum hat schon getan. Wolfsburg ist da unten ja, so ziemlich komplett raus, würde ich sagen. Und das Thema komplett raus ist eben auch Thema Mislintat. Gab es auch Aussagen drumherum, ich versuche es auch wieder hier kurz zu halten, die ja, weiter in die Richtung zielen, wie ich es schon vor dem Spiel gesagt habe, der Kollege ist, glaube ich, nicht mehr allzu lange da. Da gab es vor dem Spiel gab's schon die Ansage scheinbar, dass Wimmer auch noch die USA-Reise mitmacht. Die müsste, glaube ich, Mitte oder eher noch Ende November sein. Das heißt, da ist er noch auf dem Platz. Das heißt, wir haben auch bis dahin keine neue Trainerlösung oder keine Endgültigkeit, was Trainer angeht. Anscheinend ist Mislintat dabei auf der USA-Reise, werden nicht. Das heißt eigentlich auch, dass sie auch währenddessen da nicht sprechen werden. Das nächste nach hinten verschoben, das heißt, sie quatschen erst im Dezember oder wie? Also ist der völlige Wahnsinn und eben nach dem Spiel auch gesagt, Mislintat in die Richtung, was ja auch stimmt. Es stimmt ja inhaltlich, aber geht schon in die Richtung, Trainerfrage sollte man anderen stellen. Ich ist nicht mehr sicher, ob ich über den Sommer hinaus da bin. Lieber Leuten stellen, die auf jeden Fall lange da sind oder sicher über den Sommer hinaus da sind. Aber es geht schon alles in die Richtung von wegen, dass da vielleicht eine Trennung kommt. Ich hoffe es nicht. Kleine Resthoffnung ist immer noch da, aber es bestätigt eben so ein bisschen Interpretation und Gedankengänge von einem. Und das heute war wieder ein wahnsinniger Push. Letzte Minute, komplette Eskalation. Wie gesagt, wunderschöne Flanke, Sosa. Traumkopf bei Mavropanos, kann sich strecken wie ein wilder Hertha-Keeper. Und ich habe ehrlicherweise nicht mehr groß dran geglaubt. Ich dachte eigentlich, das Last-Minute-Ding ist so ein bisschen aufgebraucht mittlerweile, weil wir eben auch vor 2 Wochen es gegen Augsburg schon so hatten mit dem Last-Minute-Treffer. Aber nee, dem war nicht so. Das Ding ist reingeflogen, absoluter Wahnsinn. Muss man, wie gesagt, sagen, gegen Augsburg war es verdient. Nach der Druckphase heute war es mehr oder minder aus dem Nichts, muss man wirklich so ehrlich sagen. Hoffentlich bringt es endlich mal den Push, wenn wir jetzt auf Samstag blicken, letztes Spiel vor der WM in Leverkusen. Ist immer was drin, weil Leverkusen steckt auch da unten drin. Außer schlagen wir uns halt immer dumm. Plus eben das ist ja auch das Traurige. Wir können uns hier freuen, mache ich auch. Aber bis Sonnen reingehen wieder auf den Samstag gesehen. Weil wir hatten Push nach 4:1 Bochum, 6:0 Bielefeld. Die Push-Reaktion war ein 5:0 in Dortmund verloren. Wir hatten Push nach Last-Minute-Sieg, wichtig gegen Augsburg. Reaktion war so ein,
ja, besser als in Dortmund, aber jetzt auch kein besonderes Auswärtsspiel in Gladbach und jetzt der nächste Push durch das Minnesieg. Warum soll ich mir jetzt die Hoffnung machen, dass wir auf einmal den Push mitnehmen? Das schaffen wir irgendwie nicht. Wäre natürlich geil, wenn wir es schaffen würden. Würde natürlich auch für Wimmer mehr Argumente sammeln. Misser hat, glaube ich, auch geäußert, dass er ihn behalten würde, wenn er die Entscheidung auch tragen würde dann später. Bin sehr gespannt, wie es weiterläuft. Dann ist ja eh erstmal WM-Pause. Das war jetzt verdammt wichtig. Wir müssen auch eine Mannschaft oder eben auch vor allem dann Wimmer sollte eben vielleicht doch nicht Trainer bleiben, hoch anrechnen. Er hat die wichtigen Spiele gewonnen. Bochum zu Hause, Augsburg zu Hause, Hertha zu Hause. Das sind in Summe 18-Punkte-Spiele, wenn man es immer so hochrechnet mit den 6-Punkten-Spielen. Extrem wichtig. Kranke Nummer. Ich habe wieder viel zu lange gelabert. Ich bedanke mich bei allen hier fürs Zuschauen. Lasst gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.